Wir sind heute mit zweiten Blick am Haunsberg und besuchen die Vega Sternwarte, Haus der Natur. Ich will heute unbedingt herausfinden, ob es außerirdische Lebensformen gibt. Ich bin jetzt hier gelandet in der Vega Sternwarte, Haus der Natur, und neben mir sitzt die Frau Dr. Julia Veratschnik. Hallo, liebe Julia. Hallo, servus Philipp. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Sag, was habt denn ihr hier für Instrumente, Teleskope, mit denen ihr den Himmel erkundet? Wir sind wirklich super ausgestattet. Also wir haben vielleicht so der King, so der Schatz unserer Sternwarte, ist unser 1 Meter Spiegelteleskop. Das ist also ein sehr großes Gerät. Wir haben dann noch ein 60 cm Spiegelteleskop, ist im Prinzip fast baugleich, nur halt ein bisschen kleiner. Und zusätzlich dazu haben wir auch noch etliche kleinere Geräte. Wir haben auch Sonnenteleskope, mit denen wir am Tag arbeiten können, die Sonne beobachten können. Und das Wichtigste wahrscheinlich aber ist, wir haben auch die Leute, die es bedienen können. Wie gefällt dir mein Hut? Ist super. Ja, also, ja. Na, weil der Eintrag war nämlich so, dass ich dadurch eben theoretisch schneller in Kontakt treten kann zu außerirdischen Lebewesen. Mhm. Habt ihr in der Sternwarte hier schon mal irgendwas in die Richtung wahrnehmen können? Also wir haben leider noch keine Aliens entdeckt. Und ich meine, aus reiner wissenschaftlicher Sicht muss ich sagen, es wird sicher irgendwo Aliens geben. Das sind einfach Lebensformen, die sich außerhalb der Erde entwickelt haben. Und das Universum ist so riesig und es gibt so viele Möglichkeiten fürs Leben. Gibt es sicher irgendwo. Die andere Frage ist eben, das kommen diese Aliens auch wieder zu uns auf Besuch. Und das würde ich jetzt eher sehr, sehr skeptisch betrachten, weil einfach auch diese Abstände im Universum, das ist unglaublich riesig. Jetzt ist ja dann nachher noch eine Führung, wo Leute kommen. In wie regelmäßigen Abständen finden denn hier auch wirklich Führungen statt? Also zu wenig oft, könnte man fast sagen. Wir haben im Prinzip, versuchen wir eine Führung durchzuführen. Okay. Das hängt natürlich immer vom Wetter ab. Also wenn es halt der Himmel bedeckt ist oder es regnet, dann kann man nicht in die Sterne schauen. Und zusätzlich auch Programme für Schulklassen und in den Ferien, dass wir auch noch einmal gerade in den Sommerferien da auch wieder zusätzliche Ferienprogramme anbieten. Was würdest du denn sagen, war so die aufregendste Entdeckung oder Beobachtung, die hier in der Vega Sternwarte Haus der Natur entdeckt wurde? Ich muss sagen, es sind einige. Also in den letzten, ich bin jetzt erstmal, so lange gibt es uns hier noch gar nicht. Jetzt eigentlich seit knapp 5 Jahren, dass wir jetzt da sind. Und es sind durchaus, also es sind zum Beispiel unsere Astrofotografen, haben inzwischen schon von 2 Objekten sozusagen weltweit das erste Foto geschossen. Also diese Objekte wurden von einem wissenschaftlichen Team quasi entdeckt, aber es hat noch kein Detailfoto davon gegeben. Und dann hat man eben bei uns auf der Sternwarte das erste Foto machen können. Wirklich? Von diesen Objekten. Ein anderer Kollege, der hat es ausprobiert, ob wir mit unseren Teleskopen auch so zum Beispiel Exoplaneten nachweisen können. Also das sind Planeten, die andere Sterne umkreisen. Und das Ganze ist 50 Lichtjahre von uns weg. Ist jetzt auch wieder total spannend. Hallo? Das zweiten Blicke Challenge on Fall. Hallo Philipp. Die heutige Challenge besteht darin, die Planeten unseres Sonnensystems in der richtigen Reihenfolge zu benennen und zusätzlich einen neuen Merksatz zu erfinden. Viel Spaß dabei. Ich hasse diese Challenges. Also liebe Julia, ich habe da ja bei jeder zweiten Blickfolge so eine Challenge, und bei der muss ich die Planeten unseres Sonnensystems benennen und dann einen Merksatz erfinden, um sich die zu merken. Ich kenne noch von der Schule diesen Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Mein Vater, Mars, Venus, Erde, falsch. Merkur. Merkur, genau. Merkur, Venus, Erde. Das ist der Merkur nicht, das ist der Merkur. Ja, weiß man doch. Also Merkur, Venus, jetzt die Erde, mir. Jetzt kommt der Mars natürlich. Jetzt kommt der Mars, genau. Das ist der mit dem Schwung, oder? Das ist der ganz rot ist, okay. Aber kleiner. Aber kleiner, genau. Jeden Jupiter, der ist schon recht groß, gell? Sonntag. Jetzt kommt der Saturn, den habe ich schon in der Hand. Unsere Uranus, das ist das. Das ist nur Dekoration. Würdest du da?
der Korgen. 9 Neptun. Mhm. Und der Pluto fehlt noch, oder? Genau, und der fehlt ja aus gutem Grund. Ja, aus gutem Grund. Seit 2005 kein Planet mehr, sondern ein Zwergplanet. Das heißt, wir haben, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9. Ja, Julia, danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich es auch geschafft. Ich hätte nur viel länger gebraucht und mein Handy verwendet. Einen Teil von der Challenge habe ich dank dir. Super. Mhm, super, ja. Perfekt. Ich habe unglaubliche Lust, jetzt den Himmel anzuschauen. Also, ich würde gerne jetzt nachschauen gehen, ob es schon dunkel ist draußen. Vielleicht kann ich schon raufgehen und ein bisschen den Sternenhimmel bewundern. Das klingt gut, das machen wir jetzt am besten, oder? Perfekt. Vega Sternwarte, Haus der Natur, war auf jeden Fall ein Besuch wert. Die Alufolie auf meinem Hut brauche ich nicht, weil das hat hier überhaupt nichts mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu tun, sondern ist eine Riesenmöglichkeit, um die wundersame Welt der Sterne zu entdecken. Kommt es auf jeden Fall vorbei. Und ich habe noch eine Aufgabe, ich muss meinen Merksatz sagen, um sich die Planeten zu merken. Mütter vernaschen eiskalte Mozartkugeln jeden Samstag um 9. Ciao.